Sechste Spielminute, 1:0 für den DRC. Torschützin, die Nummer 22, Greta Gerke. Zehnte Spielminute, 2:0 für den DRC. Torschütze, die Nummer 14, Selin Orus. Dreizehnte Spielminute, neuer Spielstand, 3:0 für den DRC. Torschützin, die Nummer 28, Tessa Margot Schubert. Spielminute, Tor für München, Torschützin, die Nummer 9, Felicia Beckhaus. Von selbst hat die aufgehört, ne? Ja, bestimmt.
Spiel eigentlich. Nein, nein. Wieder pfeifen müssen. Oh. 58. Spielminute. Anschlusstreffer für München zum 2:3. Torschützin, die Nummer 20, Jacqueline Dorner. So, und da haben wir die beiden Trainer, den Nikolai Sussenburger vom DAC und André Schriever vom Münchner SC. Wir fragen Gast erstmal, André, was hast du erwartet von dem Spiel und was hat sich da für dich bestätigt oder nicht bestätigt? Ja, eigentlich erwartet als Zielsetzung, so ein Spiel ist für uns ein Bonusspiel. Wir wissen, dass wir andere Spiele haben, die wir gewinnen müssen. Nichtsdestotrotz ärgert man ja auch gerne die Großen mal ein bisschen. Das Spiel, ja, war jetzt wahrscheinlich für beide Seiten keine Überraschung, wer wie spielt. War ja auch ziemlich offensichtlich. Aber der Kaltstart war natürlich für uns so mittelmäßig. Wenn er gleich 3-0 hinten liegt nach 10 Minuten, ist das, ja, dann nochmal zurückzukommen, haben die Mädels eigentlich ganz gut gemacht. 3-1, 3-2. Ja, natürlich kannst du, habe ich auch irgendwann gesagt, hier kannst du auch gerade schon 8-5 stehen. Wir hatten da 3-4 Situationen, wo wir allein im Kreis stehen und treffen einmal Aluminium. Düsseldorf, glaube ich, zweimal hat Riesensituationen im Kreis. Also ich würde mal sagen, die Abwehrreihen haben sich nicht unbedingt hervorgetan heute. Das ist auch die Meinung der meisten Zuschauer. Gehen wir gleich mal rüber zum Nikolai. Was sagst du denn zu diesen Abwehrreihen? Ja, waren zumindest vorhanden. Nein, ich finde jetzt unabhängig davon, also wir haben leider ähnlich wie im Spiel gegen Mülheim nach einer Führung im ersten Viertel einfach unseren Faden verloren. Das ist zu wenig. Und jetzt am Ende kann man ja sogar fast noch froh sein. Jetzt kann ja auch nochmal einen Lucky Punch oder irgendwas anderes geben. Einen langen Ball nochmal im Kreis, der in den letzten 2 Minuten zu einer Ecke führt. Und was die Spielsteuerung betrifft, müssen wir uns auf jeden Fall noch steigern. Ja, Faden verloren, macht vielleicht sein. Auf der anderen Seite die Chancen und die dicken Chancen, da hätte eine Hand nicht gereicht, um die zu zählen. Also die haben doch irgendwas zustande gebracht. Aber warum ist der Abschluss manchmal so schwach? Ja, ich sage, beim 3-0 haben wir zumindest mental abgeschaltet. Natürlich haben wir noch weiter Hockey gespielt, aber allein, dass wir jetzt auch in der ersten Halbzeit noch aus einem halben Meter am langen Pfosten den Ball verstochern, das ist dann einfach auf dem Niveau zu wenig, um es ganz klar irgendwie so zu machen. Und jetzt finde ich so, das Spiel ist halt so ein bisschen dahin geplätschert am Ende und wird tragischerweise für uns, obwohl wir ja schon auch überlegen sind, einfach jetzt zumindest noch mal ganz am Ende spannend, was einfach komplett unnötig ist. Ja, vielen Dank, Nikola. Nochmal zu André. André, wie geht's bei euch weiter? Diese Woche ist auch Schluss. Ja, wir haben nächste Woche ein durchaus intensives Wochenende mit Samstag beim UAC und Sonntag in Rüsselsheim. Ja, sind wir ein bisschen unterwegs und dann haben wir am Ende noch Mülheim zu Hause, bevor es dann in die Winterpause oder in die Hallensaison geht. Das heißt, ihr habt also noch 3 Spiele, der DHC hat, glaube ich, nur noch 2. Wir haben ja Donnerstag schon versucht zu spielen, deswegen haben wir jetzt nur noch 2. Na gut, dann wünsche ich beiden Mannschaften natürlich viel Erfolg und vielen Dank.